Wie vorhin schon versprochen, gibt's jetzt auch noch was für die Comic-Fans unter uns. Es geht um die Comic-Scenes Trouble X Gender Fuck Me. Seit 2007 gibt's diese Comics, in denen hauptsächlich Themen aus der linksautonomen und queerfeministischen Szene behandelt werden. Die Macherin des Comic-Scenes ist immer wieder auf Ausstellungen, Ladyfesten und Ständen bei queeren Veranstaltungen zu sehen und verteilt dort kostenlos ihre Comics. Sie verkauft dort auch Buttons, Poster und dergleichen, die meistens mit der Trouble X-Figur und politischen Statements versehen sind. Charakteristisch für Trouble X Comics ist die Hauptfigur und oft auch der Bezug zu aktuellen Geschehnissen oder Phänomenen in der linksautonomen bzw. der queerfeministischen Szene. Das vielleicht bekannteste Motiv aus Trouble X ist eine Figur, die sich nicht in die zwei genormten Geschlechter einordnen lässt und neben der drei Kästchen abgebildet sind mit den Wahlmöglichkeiten Male, Female, Fuck You. Sarah Paas traf nun die Macherin dieses Comic-Scenes und stellte ihm ihr einige interessanten Fragen dazu. Auf deiner Seite steht als Einfluss Aerosol. Was ist Aerosol? Das ist der Stoff, der Sprühdosen zum Sprühen bringt, also quasi das Zeug, das den Druck in der Dose erzeugt. Warum ist das da hervorgehoben auf deiner Seite? Weil ich aus dem Graffiti, Street Art, Urban Art Bereich komme und früher mal gesprüht habe und immer noch gerne Stencils eigentlich mache, aber viel zu selten mache. Und ich mag Sprühdosen einfach. In Bezug auf das Projekt Trouble X, wann hat das bei dir angefangen und wie? Ich glaube, das war 2007, habe ich den ersten Comic gemacht. Das war eigentlich, weil eine Freundin von mir Comics gemacht hat und ich ausprobieren wollte, ob ich das auch kann. Und dann habe ich mir die Comicfigur ausgedacht. So, und dann war die auf einmal da. Und dann hat ein Freund mich gefragt, der in der Zeitung herausgegeben hat, ob ich nicht Lust habe, die Rückseite zu gestalten. Und dann habe ich gedacht, juhu, perfekt für einen Comic, seitdem mache ich das. Gar nicht geplant als Projekt, sondern eher zufällig entstanden. Du hast dann ja relativ schnell auch Stände gehabt. Ich meine, ich habe dich mal auf dem Wegstöckel auch gesehen, zu der Zeit zum Beispiel. Ja. Wie kam die Idee von dir dann halt auch mit Comics und Patches und so weiter Stände zu machen? Das eine war zuerst da, also die Comics kamen quasi nur dazu. Also Aufnäher, die mache ich schon seit ein paar Jahren davor. Also ich lebe davon, das ist mein Job. Und weil ich halt thematisch die zu Gender-Thematiken habe, haben Wegstöckel, hatten wir irgendwann einen Deal, dass sie die Buttons kriegen und ich sozusagen Stand machen kann. Das hat passt, das hat irgendwie gepasst. Also es gab zuerst die Aufnäher und dann die Comics und dann habe ich halt irgendwann halt auch mit der Comicfigur Aufnäher gemacht, weil ich die halt gezeichnet habe und so. Wie ist auf deine Ausstellung das Feedback so? Größtenteils positiv bekomme ich das. Also ich bekomme selten negatives Feedback, aber was ich halt auch darauf zurückführe, dass Leute sich oft, glaube ich, auch nicht die Arbeit machen, mir negatives Feedback irgendwie heranzutragen. Ich erlebe aber trotzdem auch, dass Leute manchmal genervt sind oder angestrengt sind, weil ich halt es zumindest versuche, halt Sachen auch kritisch anzusprechen. So, aber das gehört auch dazu. Hardcore würde mich persönlich interessieren. Ist wahrscheinlich ein sehr persönliches Comic auch geworden. Also mir ist halt aufgefallen, als ich das halt gelesen habe, ich kenne nicht alle Comics von dir, aber schon einige. Ich hatte das Gefühl, dass es auf einer anderen Ebene war, auch war weniger allgemein. Kann ich gar nicht mehr zu sagen. Also es war halt auch persönlich, aber ich wollte halt auch mal anders zeichnen, also auch was anderes probieren und gucken halt, wo meine Comicfigur noch hin kann oder was ich noch mit ihr machen kann. So. Also es ist auch so ein bisschen ausprobieren, welche Richtung das noch geht. Und da hatte ich halt Lust mehr halt, weil halt in den davorgehenden Comics ist halt so ein bisschen, es ist immer mehr Text geworden und es sind fast dann illustrierte Texte gewesen und gar nicht mehr Comics. Also so, das ist so ein bisschen aus den Ufern gelaufen mit dem, was ich sagen will und habe mich ja eh zurückgenommen. So, also ich habe bei den DIY-Comics war halt auch so, ich sag jetzt nichts mehr, ihr seid jetzt dran. Das war sozusagen das Ende von den inhaltlichen Comics erstmal. Und dann habe ich halt Hardcore da reingepackt, weil das halt fast nur Bilder sind, weil ich halt dachte, das passt und finde ich, soll halt auch Platz haben und finde ich halt auch wichtig, dass halt auch Traurigkeit oder Depression oder sowas halt auch einen Platz hat oder halt auch angewidert sein von irgendwie unterschiedlichen Sachen. Übrigens, ich finde dieses DIY-Sein fand ich gut. Hast du jetzt auch ein zweites? Danke. Zweiten Teil von rausgebracht. Wie ist die Idee dazu gekommen? Ich finde halt den Ansatz sehr interessant. Habe ich halt noch nie gesehen, dass sowas auch von jemand rausgebracht wird. Das sind so mehrere Sachen parallel gelaufen. Einmal, dass ich vom Ladyfest Köln angefragt wurde für die Ausstellung und einen Workshop. Nämlich halt konkret, wie
also eine Anleitung mit anderen Leuten einen Comic zu machen. Und das war das erste Mal, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie ich selber einen Comic mache. Genau, das war quasi der Auftakt von sich mit DIY auseinandersetzen. Und dann gab es die Ausstellung mit den 1, 2, 3 Comics, die Comics auf Anfrage live zeichnen, also so Comic-Aktionen machen. Und da war mein Teil in dieser Ausstellung halt quasi diese Blanko-Comics, wo halt die Leute selber Sprechblasen ausfüllen können und gar nicht zeichnen müssen, sozusagen, in den Speisekarten mit drin, hinten drin sozusagen, und dass die Leute das dann wiedergeben. Das war sozusagen mein Teil davon. Und dann habe ich halt gedacht, das ist schade, wenn die Leute das nur machen und ich die lese und ich allein irgendwie Freude dran habe. Und ich habe halt das Gefühl, durch die Comics, die ich davor ausgegeben habe, habe ich halt ganz viel Feedback bekommen und ich wollte halt auch was zurückgeben. Und ich wollte halt auch Platz für die Meinung haben, die ich halt nicht vertrete, weil das halt auch Teil von vieler Kritik war, dass ich halt so negativ bin und meine Meinung so durchpower und irgendwie gar keinen Platz für andere Sachen lasse, wo ich halt dachte, so, ich trete jetzt mal zurück und jetzt macht ihr das doch mal. Ich vertreibe eure Sachen und jetzt habt ihr die Möglichkeit, da halt auch was zu sagen. Also das ist so, wie es entstanden ist und wie ich dann versucht habe, da ein Konzept draus zu machen. Was mir aufgefallen ist, du hast ja immer wieder, sieht man sowohl auf deiner MySpace-Seite als auch hinten auf den Comics teilweise steht Hate Cops Love Art. also scheint dir schon wahrscheinlich wichtig zu sein. Hat das jetzt einen konkreten Hintergrund oder ist das einfach ein Statement, das dir wichtig ist? Oder steckt da eine Geschichte dahinter? Was hat es damit auf sich? Das ist ein ursprünglich ein Aufkleber von Mäntel gewesen und ich brauchte eine Rückseite für das erste Zine. Das war, glaube ich, auf der Rückseite von dem ersten Zine. Genau, da war noch Platz und ich fand, der passte da perfekt hin. Und ich weiß gar nicht, ob das da schon war, aber es gab in Berlin eine Auseinandersetzung mit halt Cops innerhalb der queeren Szene. So, was ich halt denke, das sind sie halt eh. Also sozusagen V-Leute sind eh überall, aber es wollten halt viele nicht wahrhaben und das wurde dann quasi an einer Person festgemacht, weil halt bekannt war, dass halt eine queere Person innerhalb der Queerszene halt auch ein Cop ist und der halt auch geduldet war und ich halt auch mit in der Auseinandersetzung war, dass ich sag so, ich will den nicht in linken Räumen haben, weil er gehört da nicht rein. Und also das weiß ich nicht, ob das da schon mit reingespielt hat, aber das kann gut sein. Und zu der Zeit, wo ich halt noch angefangen habe, irgendwie halt auch irgendwie Urban Art zu machen, war es halt auch anstrengender, sich mit Cops auseinanderzusetzen, was sich ja halt dadurch, dass halt quasi Urban Art besonders in Berlin sehr etabliert hat, sehr smooth geworden ist. Letzte Frage, hast du neue Projekte in Planung oder was läuft bei dir gerade so? Ich war gerade das ganze Jahr gefühlt, also eigentlich von Februar bis jetzt September, Oktober unterwegs mit der alten Ausstellung. So, also und zwischendurch habe ich immer ziemlich viel gearbeitet. Ich mache die jetzt im Oktober nochmal und das soll aber das letzte Mal werden. Und dann habe ich hab Lust, eine neue zu machen, was aber dann auch eine Weile dauern wird. Und ich will wieder mehr inhaltliche Comics halt auch machen. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich mit der einen Ausstellung viel umhergereist bin, habe ich gar nichts Kreatives mehr gemacht, sondern nur gearbeitet und reproduziert. So. Und genau, bei mir haben sich so viele Ideen angesammelt. Mal gucken. Aber DIY-Scene Nummer 3 ist, glaube ich, schon bald voll. Sozusagen. Also die 2 ist gerade draußen und 3 ist, glaube ich, nicht mehr weit hin. Gut, würde ich erstmal sagen, danke fürs Interview. Gerne. Danke und für die Einladung. Mich gefreut auf jeden Fall. Und alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank Sarah Paas und dem Macher der Macherin von Trouble X, Gender Fuck Me. Mehr Infos zu Trouble X findet ihr im Internet unter www.troublex.com.